der 1. Mai tatsächlich, der Kampftag der Arbeiterbewegung. Und man muss wissen, ich habe immer von allen Beziehungen den Geburtstag vergessen und deswegen sind sie meistens in die Brüche gegangen. Und meine jetzige Frau hat am 1. Mai Geburtstag, darum kann ich mir das gut merken. Ach so, okay. Wieder in Kuba. Weil Kuba ist das Land, das mich am meisten fasziniert und wo ich schon sehr oft war. Und jetzt war ich schon 3 Jahre nicht mehr da und Mojito und Zigarren schmecken einfach nur wirklich gut auf Kuba. Ich bin ein ganz klassischer Nachtmensch, also ich habe jede Vorlesung früher boykottiert, die vor 11 begann im Studium, weil sie gegen die Menschenwürde verstößt. Mittlerweile habe ich aber schon die senile Bettflucht und wache dann auf, wenn es hell wird draußen. Also mein Leben ändert sich rapide. Ich würde gern so Quincy spielen oder so eine moderne Variante von CSI, also so ein Gerichtsmediziner, die fand ich immer cool. Ich glaube, wir müssen ein Wahlrecht finden, dass so ein Bundestag handlungsfähig ist. Das Problem war, dass wirklich jede Partei versucht hat, das für sie vermeintlich günstigste hinzukriegen. Mir ist es wurscht, ob ein Bundestag 600 oder 700 Abgeordnete hat, aber viel größer sollte er nicht sein, weil er dann nicht mehr handlungsfähig ist. Eigentlich die vielen interessanten Menschen, die ich dort kennengelernt habe, also parteiübergreifend, ist es schon ja, etwas Besonderes, mit denen insgesamt da Politik zu machen. Und das wird mir schon ein bisschen fehlen. Ich würde sagen, über den Wolken. Na, sing mal bitte. Nein, ich kann nicht singen. Ich bin der taktloseste Mensch, den es überhaupt gibt. Und ich würde jeden Saal leer singen. Deswegen mache ich es auch nicht im Internet. Und du denkst, dass dann meine Follower alle weggehen? Ja, mit Sicherheit. Okay, dann machen wir nichts. Aha. Also das schlimmste Kompliment, das ich finde, ist, dass der ist aber nett oder die ist aber nett. Weil nett ist die kleine Schwester von Scheiße. Und das darf ich nicht sagen. Das poste ich. Nein, und ich kann so schwer Komplimente machen, deswegen habe ich eigentlich kein Gutes. Kein Kompliment ist ein Kompliment. Nee, geschimpft ist schon gelobt, nur hörst du den Bayern. Ich habe seit 1,5 Jahren eine Katze und seitdem bin ich ihr Diener. Hast du es heute mit uns genossen? Ja, es hätte nichts Schöneres mir heute passieren können, als mit euch beiden heute einen Döner zu essen. Nur heute? Ich dachte, das ist Highlight des Monats. Also die Wahlen sind natürlich Highlight des Monats, aber... Also abgesehen vom Wahlsieg der SPD am kommenden Sonntag ist das mit Sicherheit das Highlight des Jahrzehnts. Oh, schön.